grüne Gespringe. Kann ich jetzt gucken? Jetzt vielleicht? Darf ich jetzt? Okay, kann ich jetzt bitte, bitte, bitte gucken? Okay, öffne die Augen. True, das ist das aller... Ich meine, es ist so... Wie hast du... Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Das ist meine Erfindung für die Mach-Sachen-Expo. Ich werde es ein Blasenherz für dich, Gramm, nennen. Es ist großartig. Ich liebe es. Pass mal auf. Ein Moment noch. Wow! Sind das Zuckerglitzerwirbel? Ein Herz für mich? Sogar noch besser. Ein Herz, das du essen kannst. Du kennst den Weg in mein Herz, True. Du gewinnst definitiv das Sonnenscheinband. Danke, Bee. Zu gewinnen wäre klasse, aber ich freue mich einfach nur zu sehen, was die anderen gemacht haben. Ich habe gerade von diesem Mach-Kram, was auch immer, Ding gehört. Du musst mir helfen, das Sonnenscheinband zu gewinnen. Griselda, du kannst auch ohne meine Hilfe gewinnen. Du machst immer tolle Sachen. So wie den Grisbot. Nein, nein, nicht True, bitte. Oh, da lieber einen Mini-Grisbot. Etwas weniger stampfig. Grisbots sind doch total passé. Ich habe versucht, mir etwas einfallen zu lassen, aber die Grismos machen solchen Lärm, während sie das Bild von mir meißeln. Naja, es hat mich eh nicht gut getroffen. Wie auch immer. Dann nochmal. Bis später, True. Oh, was ist das? Grüne Kristalle? Ekelhaft. Ich arbeite nur mit Pink. Hüpfende grüne Kristalle? Damit kann ich arbeiten. Ich brauche von dir... Okay, dann brauche ich von dir eine Erfindung für mich. 1000 silbrige Begrüßungen. Willkommen bei der Mach-Sachen-Expo. Wer gewinnt, nimmt das spektakuläre Sonnenscheinband mit nach Hause. Also vergesst nicht, für eure Lieblingserfindung abzustimmen. Oh, das muss ich auch noch. Edelblaue Erfindungen. True, das ist bemerkenswert. Was ist das? Das ist mein Einblasenherz für dich, Gramm. Oh, wie funktioniert es? Ich werde es euch zeigen. Sagenhafter Saphir. Oh, und es ist auch ein Snack. Oh, lieblicher Lavendel. Ich blasenherz dich auch. Wollen wir nachsehen, was die anderen sich überlegt haben? Ja! Los geht's. Gereiftes Gelb, ein beruhigender Steinspringbrunnen. Seht nur, wie das Wasser direkt aus den Steinen kommt. Hi, Leute. Hi, Mila. Was hast du erfunden? Hast du jemals gedacht, dass ein High Five einfach nicht ausreicht? Immer. Na, dann wirst du das hier lieben. Ich präsentiere dir den High Five Hut, wenn man sich mal unter High Fived fühlt. Sprungfeder High Fives. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist fünffacher Spaß. Wer möchte blubbernden Sasuni-Saft probieren? Ein Saftblubberer? Ich muss nachsehen, wie das funktioniert. Oh, das wird klasse. Ich drücke nur diesen Knopf hier, dann blubbern die Blasen hoch und kommen hier raus. Das kitzelt. Purpurnes Pardon. Prost. Prost. Entschuldige vielmals. Hey, hallo, kleine Helfer. Was habt ihr gemacht? Äußerst beeindruckend. Ich habe meine eigene Reinigungsmaschine. Das ist auch sehr beeindruckend. Bee, da ist Griseldas Erfindung. Lass sie uns ansehen. Du kriegst ein hüpfendes Bling-Bling. Und du kriegst ein hüpfendes Bling-Bling. Und du kriegst ein hüpfendes
Lieblingling. Danke, Griselda. Wow, die springen richtig gut. Entschuldige, würdest du mein Bling-Ding unterschreiben? Aber klar. Du bist so treffende Bling-Blings, mit Liebe erfunden von eurer Prinzessin Griselda. Griselda, kannst du mir zeigen, wie deine Maschine funktioniert? Funktioniert? Ich habe keine Ahnung, wie sie funktioniert. Details sind einfach nicht meine Sache. Aber Details sind genau meine Sache. Okay, mal sehen. Zuerst tragen die Grismos die grünen Kristalle die Leiter hoch und werfen sie in den Trichter. Es sieht so aus, als würden die Kristalle anschließend zu grünem Schleim verschmiert werden. Richtig. Und der Schleim wird dann zu einem Ball geformt, der hier vorne rauskommt. Was war das? Da läuft grünes Wasser in den Fluss. Das kann so nicht richtig sein. Ich glaube nicht, dass das normal ist. Wir sollten Griselda fragen. Griselda, wusstest du, dass ich die beste Erfinderin bin? Ja, Grinsegesicht. Was soll ich euch unterschreiben? Ehrlich gesagt waren Bi und ich gerade hinter deiner Maschine und es sieht so aus, als wäre die Hinterseite meiner Maschine unfassbar cool. Nun ja, weißt du, da sind grüne... Grüne Punkte auf meinen Bling-Blings. Eigentlich mag ich kein Grün, aber diese Punkte sind zauberhaft. Zwinkergesicht. Also, sagen wir ihr was von der Sache mit dem grünen Wasser? Ich weiß nicht, Bi. Griselda hat gerade richtig Spaß. Ich will ihr das nicht kaputt machen. Komm schon, lass uns lieber nachsehen, wer das Sonnenscheinband gewinnt. Ja, vielleicht ist grünes Wasser ja auch gut für den Fluss. Es ist mir eine außergewöhnlich große Freude, die beste Erfindung der Macht-Sachen-Expo zu küren. Gewinner des Sonnenscheinbandes ist... Bitte! Griselda und ihre hüpfenden Bling-Blings! Yeah! Herzlichen Glückwunsch, Griselda. Ich wusste, du schaffst das. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir geholfen haben. Aber da ich alles alleine gemacht habe, bedanke ich mich bei mir. Woher hattest du die Idee für diese hüpfenden Bling-Blings? Sie sind sagenhaft lustig und so hübsch. Ich habe sie mir nachempfunden. Griselda, 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 Griselda. Ah, das ist ja noch nie passiert. Das auch nicht. Hüpfendes Bling-Bling aus. Nein, du siehst wie ein hüpfendes Bling-Bling aus. Wow. Das hier. Was war das? Großartig. Ich bin so hoch wie die Wolke. Diese hüpfenden Bling-Blings sind wirklich groß. Das sind keine Bling-Blings. Das sind Leute. Bling. Paradoxe Pistazien. Das Wasser ist grün. Ach du meine Güte. Regenbogenkönig, alles in Ordnung? Oh, mir geht's gut. Ich bin nur nass. Und rund. Und hüpfig. Okay, was ist hier los? Die Leute werden zu hüpfenden Bling-Blings. Wie war das? Der Regenbogenkönig hat sich verwandelt, nachdem er mit grünem Flusswasser nass gespritzt wurde. Griseldas Maschine! Wir müssen das schnell stoppen, bevor sich alle in Bling-Blings verwandeln. Dann lass uns Griselda bitten, die Maschine abzustellen. Hey, Griselda! Das geht nicht. Wieso nicht? Sie hat doch gerade so viel Spaß. Außerdem weiß sie nicht, wie die Maschine funktioniert. Es bringt nichts, ihr davon zu erzählen. Grinsegesicht! Aber wie stoppen wir dann das Wasser? Naja, wir wissen, wie die Maschine funktioniert. Das kriegen wir hin. Hier, hilf mir mal. Wieso schraubt man hier ein Drehrad dran, wenn es sich nicht nur dreht? Oh, oh. Wir müssen das stoppen. Wir brauchen Wunschhilfe. Oh, Cumelo. Zum Wunschbaum bitte, Cumelo.
Bumblebee, habt ihr diese hüpfenden Bling-Blings gesehen? Sind die nicht lustig? Ja, sind sie. Aber Leute verwandeln sich in sie. Wow, das ist mega lustig. Aber ihr wirkt besorgt. Erklärt das, bitte. Griseldas Maschine macht das ganze Wasser grün und einige Leute wurden damit nass gespritzt. Und dann bekamen sie grüne Punkte. Dann haben sie sich aufgebläht. Und dann haben sie angefangen zu hüpfen und zu hüpfen und zu hüpfen. Genau wie die hüpfenden Bling-Blings. Wandernde Wurmlöcher. Lasst uns sitzen und darüber nachdenken. Okay, True. Wie kann der Wunschbaum dir helfen? Naja, Griselda ist wirklich stolz auf ihre Erfindung. Wir müssen das grüne Wasser stoppen, ohne ihr davon zu erzählen. Genau. Ich bin sicher, mit etwas Wunschhilfe klappt das. Außerdem müssen wir die hüpfenden Leute zurückverwandeln. Wenn wir das nicht schaffen, werden sie wohl für immer weiterspringen. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Diese Wünsche sind spektakulär, True. Lass uns nachsehen, was über sie in der Wunschklopädie steht. Zuerst haben wir Bindi. Dieser Wunsch kann sich zu allen möglichen Knoten verknoten. Toll! Bindi, du kannst uns helfen, die losen Enden zu verknüpfen. Bindi! Wow! Fallschirmchen hat fantastische Fallschirmfähigkeiten. Fallschirmchen kann dich von jeder Höhe sicher zum Boden bringen. Fallschirmchen, du kannst die hüpfenden Leute einfangen. Haha, Fallschirmchen! Das ist einer meiner Lieblingswünsche. Würfelgroß. Schön, dich wiederzusehen, Würfelgroß. Würfelgroß. Würfelgroß hat einen schwabbeligen Gelatinekörper. Er kann alles absorbieren. Ich weiß zwar noch nicht, wie Würfelgroß das grüne Wasser stoppen oder die hüpfenden Leute retten soll, aber ich bin sicher, dass du uns mit deinen Fähigkeiten helfen kannst. Würfelgroß! Su, Sip, Sap, Wünsche in den Rucksack! Danke, Sie! Okay, mach's gut! Also lasst uns dieses grüne Wasser aufhalten. Zeit für meinen ersten Wunsch. Sip, Sap, Su, ausgewählt bist du! Hallo, Bindi. Das Wasserrohr braucht eine feste Umarmung. Bindi! Ja, und tschüss, grünes Wasser. Wo ist der High-Five-Hut, wenn man ihn braucht? Ich möchte auch hüpfig werden. Hey, wie geht es euch so? Mein Inneres fühlt sich wabbelig an. Ich bin müde. Oh je, ich möchte nicht mehr springen. Indigofarbene Insomnie. Das hier ruiniert meinen royalen Mittagsschlaf. Haltet durch. Wir haben schon eine Idee. Oh, Cumelo. Bring uns bitte nach oben. Davon kann ich nie genug haben, Cumelo. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Fallschirmchen. Fallschirmchen. Wunsch werde wahr. Hi, Fallschirmchen. Du musst mir dabei helfen, die hüpfenden Leute wieder einzufangen. Aha. Fallschirmchen. Bist du sicher, dass das klappt? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dreh dich um, Cumelo. Wuhu! Halt dich an Fallschirmchen fest. Okay, Fallschirmchen, jetzt! Fallschirmchen!
Danke, dass du uns gestoppt hast, True. Ich habe das nur dank Fallschirmchen geschafft. Du warst super hilfreich. Fallschirmchen! Jetzt wieder zurück mit dir. Okay, bitte nicht bewegen. Wenn ihr euch bewegt, fangt ihr wieder an zu hüpfen. Ich unterschreibe hier, bitte. Ich will auch True, ich glaube, Bindi wird gleich loslassen. Oh nein. Okay, es ist an der Zeit, Griselda zu sagen, dass sie die Maschine abstellen muss. In meinem Bauch ist alles wabbelig. Blubbernden Sasuni-Saft, um den Bauch zu beruhigen? Das klingt doch ganz gut. Entschuldigung. Huch, 10% weniger wabbelig. Vielleicht auch 20%. Wie heißt du? Hier bitte. Welpengesicht. Nächster. Eine Schlange? Griselda! 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 Hasenohren! Nächster! Sie kann uns nicht hören. Wir müssen hier irgendwie durchkommen. Klingt wie eine Aufgabe für einen verdeckten Kittinati-Master. Folgt mir. Schon fast da. Wie viele Fischpusti-Cracker für euch, damit meine Freundin und ich die Prinzessin als nächstes sehen? Wir müssen es Griselda sagen, ganz egal wie. Auch wenn wir dafür anstehen müssen. Nächster! Griselda! Wie heißt du? Ich bin es. Alles klar, ich bin es. Ich muss dir etwas sagen. Ich muss dir etwas sagen? Was für ein einzigartiger Name. Griselda, ich bin es. True. Deine Maschine verwandelt die Leute in hüpfende Bling-Blings. Was? Ah! Oh. Niemals! Wie kann meine Maschine Leute in Bling-Blings verwandeln? Also... Lass mich bitte, True. Als die grünen Kristalle durch die Maschine liefen, kamen dabei nicht nur Bling-Blings hinten raus. Grünes Wasser strömte in den Fluss und färbte ihn auch grün. Das grüne Wasser floss durch die Stadt und alle, die es berührten, blähten sich auf wie Bling-Blings. Sie sprangen höher und höher und höher, sodass wir von Cumulo springen und sie mit Fallschirmchen fangen mussten. Was super gruselig war. Dann wollten wir, dass du die Maschine abstellst, aber die Grismos sagten nein und wir sagten bitte. Und die Grismos sagten nein und wir sagten bitte, bitte. Und sie sagten nein, also stellten wir uns an, bis wir dran waren, um dich zu sehen. Und dann sagten wir, Griselda, du verwandelst die Leute in Bling-Blings. Gut gemacht, Bee. Was ist hier los? Es wird explodieren! Entdeckung! Ich bin grün gepunktet! Ich bin aufgebläht! Was passiert mit mir? Sie hüpft viel höher als die anderen. Cumulo! Folge der hüpfenden, aufgeblähten Prinzessin! Sie hüpft direkt auf die Spring-Spring-Lagune zu. Ich brauche königliche Hilfe! Wir müssen sie irgendwie einfangen. Wir brauchen etwas Wackeliges, Klebriges. Klingt lecker. Ja, tut es wirklich, oder? Weniger reden, mehr retten! Bring uns runter, Cumulo! Es wird Zeit für meinen dritten Wunsch. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du! Mach auf, Würfelgroß! Wunsch werde wahr! Hi, Würfelgroß! Griselda wird hier jeden Moment landen. Du musst sie auffangen. Hier lang. Nein, hier lang. Nein, hier lang. Ich schaff das. Nur ein bisschen. Hier, warte, wie... Alles klar, True. Okay, hier. Es hat geklappt. Ja, gut gemacht, Würfelgroß. Lasst uns Griselda zurück zur Expo bringen. Wir müssen uns noch um die anderen kümmern. Und was jetzt? Prinzessinnen sind niemals gepunktet, sind niemals aufgebläht und sind vor allem auf gar keinen Fall grün. Keine Sorge, Griselda. Wir müssen nur rausfinden, wie wir euch alle wieder normal machen können. Wow, du hüpfst.
rülpst ja gar nicht mehr. Nein, ein blubbernder Sasuni-Rülpser hat das geschafft. Entschuldigt bitte. Oh, das kann ich auch. Oh, Entschuldigung. Farmer Moos, einen Saftball bitte. Sehr gern. Ein Saftball kommt sofort. Was ist los? Warum rülpst du nicht? Entschuldige mal, Prinzessinnen, rülpsen einfach nicht. Aber wenn du jetzt nicht rülpst, wirst du für immer so bleiben. Ich tue ja vieles, aber ich werde niemals... Entschuldigt vielmals. Also, das werde ich definitiv nie wieder tun. Ich bin wieder ich. Ja! Danke, Würfelgruß. Dir auch, Bindi. Ihr beide wart super hilfreich. Su, Sip, Sap, Wünsche in den Rucksack. Oh, danke, 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 danke. Gern geschehen, Griselda. Und wegen meiner Maschine. Tut mir leid, dass wir damit solchen Ärger hatten. Mir tut es auch leid, Griselda. Ich hätte dir gleich von der Sache mit dem grünen Wasser erzählen sollen. Oh, mir werden die ganzen Selfies und das Autogramme geben schon fehlen. Wenn man das mit dem grünen Wasser nur beheben könnte. Warte mal, ich habe eine Idee. Es klappt. Die Maschine der kleinen Helfer hat es geschafft. Du bist ein Genie, True. Danke, Bartleby. Es ist wirklich schön, dass alles wieder ganz normal ist. Nächster, alles ist wieder normal, Gesicht. Wo ist Cumelo? Du hast recht, True. Ich liebe es, den Wind in meinem Fell zu spüren. Weißt du, Bartleby, ich liebe das Gefühl von Wind in meinem Gesicht. Ich denke, es ist Zeit für einen fantastischen Freifall-Tauchkringel. Dann mal los. Regenbogenstadt sieht heute besonders schön aus, Cumelo. Wow, das ist spektakulär! Wäre es nicht toll, wenn jeder in der Regenbogenstadt die Aussicht hier oben genießen könnte? Das erinnert mich an was. Ich arbeite an einer speziellen Überraschung für die Bewohner von Regenbogenstadt. Du hast einen Riesenfisch-Pusti-Cracker gemacht? Oh, danke, True. Aber weißt du, wenn ich den Riesenfisch-Pusti-Cracker alleine esse, breche ich den Weltrekord. Und dann ist nichts mehr für die anderen übrig. Also, ich glaube, du hast das nicht wirklich gut durchdacht, True. Ehrlich gesagt, habe ich noch was viel Besseres vor. Es ist gleich da vorne. Was ist das? Das ist mein fantastisches, großartiges Schwebeboot. Oh, jetzt hab ich's. Es ist ein Boot, das schwebt. Ja, yep, und zwar oben am Himmel. Ich baue es, damit jeder das Regenbogenreich so sehen kann wie wir. So wie wir, wenn wir mit Cumelo fliegen. Ich muss nur noch ein paar Kleinigkeiten fertig machen. Brauchst du Hilfe? Alles gut, ich schaff das. Oh, klasse. Ich weiß etwas, das Hilfe benötigt. Hallo, Fischpusti-Crackers. Das ist so gut. Schon okay. Ich schaff das. Heya! Alles gut. Ich schaff das. Ich schaff das. Alles gut, ich schaff das. Alles gut, ich schaff das. Alles gut, ich schaff das. Danke, Cumelo. Und das wäre das. 101 Wege, einen Fischpusti-Cracker zu essen. Das ist Weltrekord, weißt du? Volltreffer. Also, was denkst du, hä? Oh! Naja, ich denke, ich hätte auch 102 geschafft, aber... Oh, weißt du was? Ich probiere 102. Bin gleich wieder da. Okay.
Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Wir wollen gleich abheben. Hi, True. Hi, Mila. Hi, Steinchen. Ist das dein Schwebeboot? Können wir damit fahren? Können wir? Aber klar. Ihr seid unsere allerersten Fahrgäste. Juhu! Also, wie fängt das Boot an zu schweben? Ganz einfach. Erst muss ich den linken Ausgleicher drehen. Dann den rechten Ausgleicher. Und dann muss ich nur noch den Heber anheben, um euch ganz nach oben zu bringen. Und dann aktiviere ich die Sicherheitsbremse, damit das Schwebeboot nicht wegfliegt. Oh, okay. Dann schweben wir mal los. Komm mit, Steinchen. Bereit machen zum Abheben. Linker Ausgleicher, los. Oh, das ist ein bisschen zu fest. Alles okay, Cumelo. Ich schaff das schon. Ich brauche dafür allerdings den Spanner. Jetzt nur ein bisschen Druck. Oh, das war's schon. Sehr gut. Und jetzt der rechte Ausgleicher. Los! Oh, Bartleby, genau rechtzeitig. Sieh dir das an. Wir heben den Heber an. Jetzt! Wow, dein Schwebeboot ist wirklich am Schweben, True. Ja, genau wie geplant. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Schwebeboot gesehen. Aber ich würde sagen, dieses ist am schwebebootigsten. Danke, Bartleby. Das ist fantastisch! Wie es abhebt! Das ist ein wenig höher, als ich erwartet hätte. Ja, und es schwebt immer höher und 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 höher! Ich habe die Sicherheitsbremse vergessen. Es schwebt davon! Bartleby, schnell, spring auf meinen Kopf! Nimm das Seil! Ich hab es! Was ist das Gegenteil von ich hab es? Ich hab es nicht. Das ist die beste Fahrt aller Zeiten! Du hast einen Komm-Runter-Knopf eingebaut, oder, True? Ehrlich gesagt, nein, Bartleby, hab ich nicht. Aber wie sollen wir Mila und Steinchen dann wieder runterbringen? Wir könnten mit Cumelo hochfliegen und sie runterholen. Cumelo! Oh, Cumelo! Oh, Cumelo! Das ist seltsam. Cumelo kommt doch immer, wenn du sie rufst. Wir suchen besser nach ihr. Cumelo! Entschuldigung, haben Sie Cumelo gesehen? Ja, eine weiße, fluffige Wolke. Ungefähr, so groß. Eine weiße, fluffige Wolke, die ungefähr so groß ist? Also da in den Büschen ist etwas, das auf die Beschreibung passt. Das könnte Cumelo sein, schätze ich. Danke für Ihre Hilfe. Komm mit, Bartleby. Cumelo! Wieso versteckst du dich? Wow! Oh, True! Oh, wow! Das Schwebeboot ist fantastisch! Wir haben so viel Spaß! Hey, Leute! Naja, zumindest haben sie da oben eine Menge Spaß. Wir müssen das Schwebeboot unbedingt runterholen, bevor noch irgendetwas passiert. Mila und Steinchen sind in Schwierigkeiten. Wir müssen zum Schwebeboot fliegen. Kannst du uns hochbringen, Cumelo? Ist Cumelo geschrumpft oder sind wir gewachsen? Irgendwas ist anders. Vielleicht kannst du uns gerade doch nicht hochfliegen. Cumelo, bleib hier! Wow, sie wird wirklich klein. Und sie regnet. Ich habe sie noch nie regnen gesehen. Ich auch nicht. Aber glücklicherweise hast du diese schönen gelben Stiefel. Das hier ist ernst, Bartleby. Auf zum Wunschbaum. Wir brauchen Wunschhilfe. Aber wie sollen wir ohne Cumelo da hinkommen? Das wird dir nicht gefallen, Bee. Diesmal benutzen wir unsere Füße. Haha, True, das ist köstlich, wie witzig du bist. Warte, meinst du das ernst? Bereit, Bee? Auf die Plätze, fertig und los! Hey, warte auf mich!
Der Bus hält nicht am Wunschbaum. Darüber sollten wir mit dem Regenbogenkönig sprechen. Da ist er. Endlich. Jetzt müssen wir es nur noch nach oben schaffen. Sollte kein Problem sein. Geschafft. Noch nicht ganz, Bartleby. Hey, wir sind da. Beinahe. Oh. Okay, das hier muss die Spitze sein. Nur noch ein kleines bisschen. Wir haben es geschafft, Bartleby. Ich bin stolz auf uns. Oje, danke, True. Sieh, wir brauchen Wunschhilfe. True, Bartleby, was ist passiert? Mein Schwebeboot ist weggeflogen, mit Mila und Steinchen an Bord. Und Cumulo hat angefangen zu regnen und zu schrumpfen. Und dann ist sie weggeflogen, aber wir haben sie gefunden. Leider haben wir nicht mehr auf sie draufgepasst und dann ist sie umgekippt und... Wir mussten hierher laufen und ich kann kaum noch... Atme. Gute Idee. Okay, lasst uns sitzen und nachdenken. Also, True, wie genau kann der Wunschbaum dir helfen? Zuallererst müssen wir Mila und Steinchen wieder sicher nach unten bringen. Sie sitzen auf dem Schwebeboot fest. Aber das Problem ist, dass ich es ohne Cumulo nicht wieder runterbekomme. Was ist denn mit Cumulo? Cumulo ist winzig klein geworden. So klein wie wir. Und sie ist weggeflogen. Also, wir müssen Cumulo finden und Mila, Steinchen und das Schwebeboot in Sicherheit bringen. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Lasst uns sehen, was die Wunschklopädie über ihre Kräfte zu sagen hat. Zuerst haben wir Schwebi. Schwebi! Großartig! Ein Blasenwunsch, der dich so hoch nach oben bringt, wie du möchtest. Perfekt. Wir müssen bis nach oben zum Schwebeboot, bitte. Schwebi! Das ist Sumi, ein Teleskopwunsch. Sumi! Sumi kann euch dabei helfen, kleine Dinge zu finden, die weit weg sind. So wie die winzig kleine Cumulo. Willkommen an Bord, Sumi. Du wirst sicher eine große Hilfe sein. Sumi! Auf den hier habe ich gewartet. Das ist Spritzer. Einer von den sehr seltenen Wünschen. Spritzer ist so klein. Ich glaube, wir brauchen Sumi, um ihn zu sehen. Spritzer! Oh, Spritzer ist so süß. Ist es deine Wunschkraft, so hinreißend zu sein? Ja, süß und klein, aber auch mächtig. Lasst euch nicht von der Größe täuschen. Spritzer ist wirklich kraftvoll. Durch den Vorgang der Wunschmose kann Spritzer super viel Wasser aufnehmen und durch seine poröse Epidermis wieder rausspritzen. Kurz gesagt, Spritzer kann spritzen. Ja, genau. Ihr müsst einfach nur Folgendes rufen. Spritzer, spritz! Ihr Wünsche werdet sicher eine große Hilfe sein. Ich kann es kaum erwarten, euch in Aktion zu sehen. Susip, Sap, Wünsche in den Rucksack. Viel Glück, True. Danke, Sie. Komm mit, Bartleby. Lass uns Cumulo finden. Vielen Dank, Wunschbaum. Mila und Steinchen. True und Bartleby! Hey Leute! Mila! Steinchen! Wir kommen euch holen! Oh, nur keine Sorge, True! Wir haben eine tolle Zeit! Und die Aussicht ist spektakulär! Oh, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Hey, sie sind verschwunden! Sie hängen in der Wolke fest. Wir müssen da hochkommen, bevor etwas passiert. Zeit für meinen ersten Wunsch! Zip, Zap, Zoo, ausgewählt bist du! Mach auf, Schwebi! Wunsch werde wahr! Hey, Schwebi, wir müssen hoch zum Schwebeboot.
Blubber uns hoch, Schwebi. Die Wolken sehen für mich alle gleich aus. In welcher verstecken sich Mila und Steinchen? Ich weiß es nicht, aber sie müssen hier irgendwo sein. Oh, mir ist so langweilig. Was dieses Ding wohl macht? Sie fliegen einfach viel zu schnell. Nur Cumulo kann so schnell fliegen. Schwebi, ich danke dir. Wir müssen jetzt wieder nach unten. Wir müssen Cumulo finden. Wow! Danke fürs Mitnehmen, Schwebi. Und jetzt zurück mit dir in den Rucksack. Okay, hier haben wir Cumulo zuletzt gesehen, als sie geweint hat. Hey, sieh nur, True! Pfützen! Das müssen Wolkentränen sein. Bartleby, Cumulo muss hier lang gekommen sein. Los jetzt! Die Spur endet hier. Cumulo! Wo bist du? Ich glaube, wir werden sie nie finden. Wir haben überall gesucht. Nicht weinen, True. Du findest einen Weg. Findest du doch immer. Oh, also, danke, Bee, aber ich weine nicht. Ein Regentropfen? Cumulo muss in der Nähe sein. Ja, aber wo? Sie muss so klein geworden sein, dass wir sie nicht mehr sehen können. Aber vielleicht gibt es einen Weg, sie zu finden. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Mach auf, Sumi. Wunsch werde wahr. Hi, Sumi. Kannst du uns helfen, Cumulo zu finden? Sie ist irgendwo in diesem Baum. Sumi. Lass uns das mal vergrößern. Was siehst du, True? Siehst du irgendwas? Bisher nicht. Nur viele Blätter. Cumulo, da bist du ja. Danke, Sumi. Jetzt übernehme ich. Zurück in den Rucksack, bitte. Schön, dass es dir gut geht, aber bitte versteck dich nicht, Cumulo. Ich brauche dich. Ich weiß, ich habe dich beim Schwebeboot nicht um Hilfe gebeten. Es ist nur... Manchmal denke ich, ich könnte Dinge auch alleine schaffen. So bin ich einfach. Aber ich lag falsch. Es tut mir leid, Cumulo. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich auch. Wir vermissen dich, Cumulo. Komm schon, Cumulo. Genauso. Ohne dich kann ich das Schwebeboot und Mila und Steinchen nicht retten. Steinchen, wollen wir noch schneller schweben? Dich wieder groß kriegen, Cumulo. Und zwar schnell. Was ist dein Plan, True? Ich habe noch einen Wunsch übrig. Spritzer. Ha, und wie soll Spritzer Cumulo helfen? Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber dafür müssen wir Wasser finden. Bist du bereit, Cumulo? Es wird Zeit für meinen dritten Wunsch. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Spritzer! Wunsch werde wahr! Okay, Spritzer, zeig uns, was du so drauf hast. Wohl bekommst! Wow, das ist ganz schön viel Wasser, Spritzer! Spritzer! Okay, Spritzer. Und jetzt komm hier rüber zu Cumulo. Genauso. Schön langsam. Alles klar, Spritzer. Los! Ah, Cumulo,
Kaffeespritzer. So, zip, zap, ab mit dir in den Rucksack. Das sieht nicht sicher aus. Das ist großartig. Komm mit, Cumelo. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los geht's, Cumelo. Juhu. Hey, ich will das auch probieren. Versteht mich nicht falsch. Ich habe immer noch Spaß, aber meine Arme werden müde. Bin, will ich auch so sein. Okay, vielleicht wird es Zeit anzuhalten. Wir kommen, Mila. Los, schneller, Cumelo. Los, schneller. Hi, Mila. Hi, Steinchen. Wie läuft es? Großartig. Ich denke, wir sind mit dem Totschweben durch. Danke. Langsam, Cumelo. Bleib an ihn dran. Wir fangen euch. Okay, True. Fertig? 3, 2, 1, jetzt! Ja! Wow, Wolken sind wirklich super fluffig. Danke, True. Das hat wirklich Spaß gemacht. Gern geschehen. Aber ohne Cumulus Hilfe hätte ich das nie geschafft. Ja, vielen Dank. Jubeln wir für die beste Wolke am Himmel! Ja! Mir geht's gut! Danke nochmal, Cumelo. Komm mit, Steinchen. Wir üben jetzt ein bisschen Parkour. Danke, Cumelo. Du warst großartig. Ja, gut gemacht, Cumelo. Tja, True, sieht so aus, als hätten wir mal wieder den Tag gerettet. Bis auf, das Schwebeboot ist kaputt. Kannst du es reparieren, True? Das kann ich, aber nur mit Cumulus Hilfe. Ich bräuchte jetzt den Spanner, bitte. Danke, Cumulo. Einzelticket bitte, genießt die Fahrt. Lasst die Hände die ganze Zeit innerhalb der Geländer. Der nächste, okay. Tut mir leid, kleine Helfer, aber ihr müsst mindestens so groß sein, um mitzufahren. Na gut. Alle an Bord. Wie sieht es aus, True? Fast fertig, Bee. Es fehlt nur noch eine letzte Sache. Okay, Cumelo. Jetzt bist du dran. Ich hab Geburtstag, ich hab Geburtstag. Das ist der allertollste Tag im ganzen Jahr. Zum Geburtstag, weil ich dich gern hab, gibt's eine riesengroße Party, ist doch klar. Ich treffe meine Freunde und der Kuchen ist groß. Es wird schon immer später, wir ziehen besser gleich los. Ich werde ein Jahr älter und ich freu mich famos. Bingo Bongo, wie sieht's aus? Bin gleich da. Geburtstag, Happy Birthday, True. Und wir haben ein Geburtstagsbier für dich. Bin zur Party eingeladen, mein Geschenk ist bereit. Christmas bringt mir meine Schürze, denn der Kuchen braucht Zeit. Ihr müsst alle mit uns feiern, hört auf eure Hoheit, denn alle lieben unsere True hier. Los, sagt euch Bescheid. Ich hab Geburtstag. Sie hat Geburtstag. Und ich feier ihn mit dir, weil ich dich mag. True. Oh, danke, Bee. Okay, bist du bereit für einen großartigen Geburtstag? Aber sicher. Warte, ich muss noch so viel für die Party heute Abend vorbereiten. Nein, musst du nicht.
Denn ich habe sie bereits vorbereitet. Wirklich? Ja, das ist mein Geschenk für dich. Ich sorge dafür, dass du den allerbesten Geburtstag aller Zeiten hast. Du musst heute überhaupt nichts machen, True. Oh, Pete, du bist der Beste. Ich weiß, aber jetzt müssen wir mit dem Geburtstag feiern anfangen. Los geht's. Ich hab Geburtstag. Sie hat Geburtstag. Ich hab Geburtstag. Bereit für was Feines? Ich habe etwas ganz Besonderes gemacht. Rate mal, was es ist. Du bist es. Yeah, ich nenne sie Bartelkekschen. Die Idee hatte ich vor dem Spiegel. Welchen Teil soll ich zuerst essen? Meine Ohren natürlich. Gute Wahl. Hey, das schmeckt fast so wie Erdbeernilla. Haben wir einen Erdbeernilla-Kuchen für meinen Geburtstag? Du wirst dich noch gedulden müssen. Mit Schwabbelwackelpeter und Blasenkauglasur? Mhm. Ja, und als dein bester Freund wusste ich natürlich, dass du all diese verschiedenen Geschmäcker haben wolltest. Es ist auf keinen Fall ein einfacher Brombeerkuchen. Oh, Bee, du kennst mich so gut. Kann ich mir dein Faceblasengerät für einen Nicht-Geburtstagsnotfall ausleihen? Klar. Hier, iss noch ein Bartelkekschen. Iss ihn so laut du kannst, okay? Laut genug? Griselda, nimm meine Faceblase an. Griselda, wir haben einen Geburtstagsnotfall. Wir haben keine Glitzerballons mehr? Wir müssen den Brombeerkuchen in einen Erdbeernilla-Schwabbelwackelpeterkuchen mit Blasenkauglasur umwandeln. Oh, das ist kein Problem. Backen ist nicht schwer. Man braucht nur die Feinfühligkeit einer Prinzessin. Aber du hast doch gar kein Rezept. Prinzessinnen brauchen kein Rezept. Wir sind in allem, was wir tun, großartig. Nicht wahr, Grismos? Okay, aber denk dran, der Kuchen ist das Wichtigste an unserer Party. Natürlich, deswegen mache ich ihn ja auch. Okay, Grismos, ihr habt Bartleby gehört. Der Melonenbeerenkuchen wird jetzt Erdbeernilla-Schwabbelwackelpeterkuchen mit Blasenkauglasur. Wo ist mein superschnell Aufgehpulver? Lasst uns mehr nehmen. Mehr ist besser. Hey, Leute, klappt alles mit der Dekoration? Okay, toll. Wir hören uns später. Bitte alle einsteigen in den Pitstadt-Geburtstagsexpress. Hey! Sind alle auf dem Weg? Aber klar, wir sind voll im Plan. Sehr gut. Hey, Bingo Bongo. Du kennst den Weg, oder? Beim niemals endenden Wald links rum. Oh yeah. Okay, ich werte das mal als ja. Wer hat Lust auf ein Eismittagessen? Eis zum Mittag? Geht das überhaupt? Klar, es ist dein Geburtstag. Ich freue mich schon seit Tagen auf leckeres Eis zum Mittagessen. Perfekt, ab damit in den Ofen. Oh, was macht ihr, Grismos, da? Zur Seite. Dafür braucht man die Feinfühligkeit einer Prinzessin. Backen wäre schwierig, wenn ich nicht so gut darin wäre. Okay, Bartleby. Ich denke, das ist genug. Nur noch eine Kleinigkeit zur Krönung. Ein Fischpusti-Cracker. Wow. Wow. Bartleby. Oh. Oh. Jetzt kann ich das nicht zur Party anziehen. Ach, weißt du, du hättest das eh nicht angelassen, weil wir dir natürlich etwas Neues kaufen werden. Wirklich? Aber erst, wenn du das ganze Eis aufgegessen hast. Herausforderung angenommen. Nein, 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 nein. Das reicht einfach nicht. Es
Das muss doch knallen. Und deshalb alle zusammen. Mir ist besser. Seht ihr? Geburtstag! Nichts wird diesen Expressbus zu Trues Geburtstagsparty aufhalten. Außer vielleicht dieser wirklich köstliche Schleim. Hey, was dauert da so lange? Ich muss zu Trues Party. Entschuldigung, ich muss da wirklich hin. Könnten Sie bitte weiterfahren? Ja, was ist da los? Okay, das ist perfekt. Seid ihr bereit für mein neues Geburtstagsoutfit? Ist es so süß wie meins? Ich liebe es! In diesem fantastischen Outfit wirst du die Party rocken. Was ist das? Keine Ahnung, aber wir sollten es rausfinden. Was ist hier los? Wieso ist hier Stau? Trues Partybus! Oh, hallo Regenbogenstadtbus! Solltest du nicht auf dem Weg zu etwas sehr Wichtigem sein? Vielleicht? Ja, das sollte ich, aber wie ihr sehen könnt, stecke ich in diesem wirklich köstlichen Schleim fest. Oh, wirklich köstlich. Da hast du recht. Und er schmeckt ziemlich doll nach Blasenkauglasur. Griselda! Oh. Für einen normalen Kuchenesser ist er schwabbelig und wackelig genug. Aber dieser Kuchen muss prinzessinnenmäßig schwabbelig wackelig sein. Mehr ist besser. Hey, Griselda, weißt du zufällig etwas über einen Blasenkauglasurstau? Bartleby, ich stecke mitten im wichtigsten Kuchen meiner gesamten Karriere. Ich brauche Raum. Ich spreche später mit dir. Aber... Missy! Also, wo waren wir? Ah, ja. Anja! Geburtstag! Geburtstag! Alles wackelt! Bartleby, sieh nur! Die Bäume, sie fallen um! Wir müssen nachsehen, was los ist. Oh, Cumulo! Aber True, wir müssen... Was ist mit dem... Komm schon, Bartleby! Wir sind gleich wieder da, um dir zu helfen. Halte durch! Ich hoffe nur, dass es den Waldkindern gut geht. Ich bin sicher, den Waldkindern geht es gut. Du musst heute keinen Heldenkram machen, oder doch? Ich weiß nicht, Bee, aber lass uns trotzdem nachsehen. Was ist passiert? Ist alles okay? Diese Bäume blockieren euch den Weg? Vielleicht können wir sie zusammen bewegen. True, kann das warten? Wir müssen uns doch noch um diesen Schleimstau kümmern. Wenn wir nicht helfen, kann hier niemand mehr durch den Wald kommen. Hey, Bartleby! Bingo Bongo, Partydekoration, wir müssen diesen Baum wegschaffen, sofort! Ja, du hast recht. Der ist zu schwer. So schaffen wir das nicht. Zeit für Wunschhilfe. Auf zum Wunschbaum. Sieh! Happy Birthday, True. Ich hatte erwartet, dich erst bei deiner Party zu sehen. Die Party muss noch warten, Sie. Da war gerade eine Art Erdbeben. Ja, das haben wir hier auch gespürt. Es hat Bäume im Niemalsenden den Wald umgeworfen und jetzt kommt man nicht mehr durch. Und dann ist da noch diese Klebeproblematik in Regenbogenstadt. Eine klebrig-schleimige Problematik. Und sie verursacht einen riesigen Stau. Oh, das klingt wirklich ernst. Lasst uns sitzen und darüber nachdenken. Okay, True. Wie kann der Wunschbaum dir helfen? Also, zuerst müssen wir die Bäume im niemals endenden Wald wieder aufrichten. Ja, und die sind wirklich verdammt schwer. Und dann müssen wir den Schleimball von den Straßen in Regenbogenstadt entfernen. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir.
bitte teil mit mir all die Wünsche. Ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeig mir all deine Zauberei. Diese Wünsche sind unglaublich. Warte ab, bis du hörst, was die Wunschklopädie über sie sagt. Der erste ist Heber. Heber! Dieser Wunsch ist unglaublich stark. Er kann alles anheben, was du auf ihn platzierst. Probiert es ruhig aus. Wow! Heber, du kannst uns helfen, all die Bäume wieder aufzurichten. Heber! Und der nächste ist... Pusti. Pusti! Dieser Wunsch kann überall Luft reinblasen. Zum Beispiel in einen platten Reifen. Oder auch in Ballons. Pusti! Oder in einen riesigen Schleimball, so wie in den, der den Stau verursacht hat. Vielleicht kann Pusti ihn zu einer Blase aufpusten und wegschweben lassen. Pusti! Oh, den hier werdet ihr lieben. Das hier ist Krache Rache, einer der mächtigsten Wünsche, die es gibt. Krache Rache ist ein Zerberstwunsch, der große Dinge in kleine Dinge zerbrechen kann. Wow! Ich weiß zwar noch nicht genau, wie uns Krache Rache helfen kann, aber es wird sicher ein Kracher. Susip Sap, Wünsche in den Rucksack! Danke, Sie! Mach's gut! Viel Glück, ihr zwei! Wir sind zurück. Danke fürs Warten. Mal sehen, ob wir die Bäume von der Straße entfernt bekommen. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, zap, zu ausgewählt bist du. Mach auf, Heber. Wunsch werde wahr. Alles klar, Heber? Heber? Siehst du die umgefallenen Bäume? Ei, ei, ei. Könntest du sie für uns aufrichten, bitte? Das würde den Weg freimachen und alle könnten weiter dahin gehen, wohin sie wollen. Ach, ich freue mich nur darüber, dass die Leute weiter können. Los, Heber! Komm wieder runter, Heber! Okay, lasst uns den restlichen Weg freiräumen. Vielen Dank, Heber. Zurück mit dir in den Rucksack. Komm, Bee. Wir müssen in die Regenbogenstadt und uns um diesen Schleimball kümmern. Nein. Geburtstag, 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 Geburtstag. Vom Backen bekomme ich ganz rissige Lippen. Hey, oh, hi. Oh, was ist schon wichtiger, als sich um eine wundervolle Haut zu kümmern? Oh, oh. Ah. Hallo zusammen. Puh, so ein Glück. Ich fürchte, ich kann nicht noch mehr von diesem köstlichen Schleim essen. Okay, Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Pusti. Wunsch werde wahr. Hi, Pusti. Pusti. Dieser Riesenklumpen hat unsere Freunde zugeschleimt. Hilfst du uns beim Wegräumen? Pusti. Klasse. Ich wette, aus dem Schleim können wir eine Riesenblase blasen. Pusti, Kraft, los. Danke, Pusti. Das hat mich echt weggeblasen. Zurück in den Rucksack. Danke, Chu. Wir sehen uns später. Gern geschehen. Bis bald. Ich hatte natürlich gehofft, du müsstest dich heute um keinen Heldenkram kümmern, aber du hast das ziemlich einfach erledigt. Hab ich wirklich, oder? Hey, Griselda.
True! Ich wünsche dir den tollsten Geburtstag! Oh, danke, Griselda! Könnte ich bitte mit Bartleby über alles andere als Kuchen reden? Aber sicher! Oh. Okay, was ist los, Griselda? Bartleby, dieser Kuchen macht absolut nicht das, was ich ihm sage! Platz! Nein, böser Kuchen! Die Worte böse und Kuchen passen aber nicht so gut zusammen. Was ist denn los? Also, ich denke, mehr ist doch nicht immer besser. Die Kuchenböden sind ein wenig größer geworden als erwartet. So groß wie, wir essen die ganze nächste Woche Kuchen? Eher wie, ups, er ist zu groß für den Ofen. Und die Küche. Und auch für das Haus. Oh, komm schnell, ich glaube, ich kann es nicht mehr lange aufhalten. Was war das? Das war ein... riesengroßer Geburtstagskuchen? Riesengroßer, total geplanter Geburtstagskuchen. Bee, das ist total lieb von dir. Ich hätte es lassen sollen. Das wird für mich sein. Bartleby, hier passiert gerade etwas sehr Seltsames. Ich bin in diesem erlesenen Erdbeerniller-Eiertraum eingesperrt. Ich habe ja schon mal in einem Stau festgesteckt, aber noch nie in Marmelade. Diesen Kuchen sollte man zu Frookies Hundeschule schicken. Hallo, Bee. Hallo, True. Es könnte ein kleines Problem mit der Party geben. Oh, meinst du etwa den Riesengeburtstagskuchen, der auf Pilzstadt gefallen ist und alle unsere Gäste in der köstlichen, klebrigen Glasur gefangen hält? Aha. So war das nicht geplant. True, ich möchte dir deinen Tag nicht ruinieren, aber ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Schon okay, Bee. Ich mache nichts lieber, als anderen zu helfen. Oh, Cumelo! Hallo, Cumelo. Wir haben ein Kuchenproblem. Auf geht's zur Pilzstadt! Dieser Kuchen ist riesig und er sieht köstlich aus. Sollen wir uns einfach durchessen? Für mich wäre das okay. Es würde wohl zu lange dauern. So lecker das auch klingen mag, es wird Zeit für meinen dritten Wunsch. Sitzabzu, ausgewählt bist du. Mach auf, Kracheracha. Wunsch werde wahr. Hi, Kracheracha. Wir haben ein riesiges Kuchenproblem. Wir brauchen deine Hilfe. Bereit, Kracheracha? Wir zählen auf dich, Kracheracha. Okay, warte auf mein Zeichen. Alles klar? 3, 2, 1. Kracheracha! Geburtstag! Wow! Letzter Stopp! Happy-Zeit! Lasst uns diese Party beginnen! Hey! Ich denke, ich überlasse die Partyplanung nächstes Jahr gleich dir, oder? Was meinst du, Bartleby? Naja, nichts hat so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Du hast ja nicht mal einen Kuchen! Bartleby, ich hatte einen großartigen Tag. Vor allem, weil ich ihn mit dir verbracht habe. Ich habe das Picknick und das Eis zum Mittag geliebt und ich liebe mein neues Outfit. Alles, was du gemacht hast, kam von Herzen. Und deshalb ist das der beste Geburtstag aller Zeiten. Hä? Was? Cupcakes! Bartleby, es regnet Cupcakes. Ich glaube, niemand hatte jemals so eine Geburtstagsfeier. Alles klar, Kracheracha. Susip, Sap, zurück in den Rucksack. Happy Birthday, True. Die beste Party aller Zeiten. Diese Party ist großartig. Vielen Dank, Leute. Das ist sogar die beste der besten Geburtstagspartys. Und das alles nur dank Bartleby. Toll gemacht, Bartleby. Ach, Quatsch. Danke, True. Du verdienst es. True?
Hey, wo ist sie hin? Und jetzt für eure Geburtstagsunterhaltung. Darf ich euch nun unseren Ehrengast präsentieren? Klatschen Sie in die Hände und Pfoten für den Liebling des Regenbogenreichs und das heutige Geburtstagskind. Es ist True! True's Geburtstag, Happy Birthday, True! True's Geburtstag, Happy Birthday, True! True's Geburtstag, Happy Birthday, True! Der Geburtstag steht nur für dich im Zoo. Der Nachti-Nachtbaum. Dann wären wir jetzt also endlich bereit fürs Campen nach Yeti-Art. Zumindest fast bereit. Nein, zu hart. Zu weich. Zu blättrig. Genau richtig. Vielleicht etwas zu richtig. Ich glaube, diese Schlafkatze braucht einen Yeti-Weckruf. Oh, Egg! Hi! Hi! Hupt, bye! Wahoo! Hi! Letzter Halt, das geht doch! Sieh mal, die Camper sind da! Leute, herzlich willkommen zum Campen nach Yetis Art. Und freut ihr euch schon drauf, alles über die Yeti-Tradition zu lernen? Oh, ist das eine Yeti-Tradition? Das ist es. Spaß zu haben ist eine Yeti-Spezialität. Genau wie Recycling. Zum Beispiel eure Schlafsäcke da drüben sind komplett aus Laub gefertigt worden. Oh! Und wenn ihr morgen aufwacht, habt ihr gleich ein gesundes Frühstück. Also, diese Yeti-Tradition sieht wirklich spaßig aus. Ich will das ausprobieren. Klar, jeder sucht sich einen Yeti-Kumpel und dann habt Spaß. Das macht so viel Spaß. Danke für das Päckchen, Erg. Das Yeti-Essen ist fertig. Oh, das sieht ja alles wirklich total essbar aus. Das war wirklich sehr lecker, danke. Also was mache ich mit meinem Teller? Gibt es irgendwo einen Mülleimer? Bei den Yetis gibt es keinen Mülleimer. Sie verwerten einfach alles weiter. Sogar diese Teller hier, sie sind essbar. Oh, okay. Oh, das schmeckt ganz gut für einen Teller. Ich hatte recht. Es ist alles wirklich total essbar. Jetzt, nachdem wir ein paar Yeti-Traditionen kennengelernt haben, wollt ihr vielleicht auch ein paar von unseren lernen? Definitiv. Woran hattest du gedacht? Also, wenn wir campen gehen, hocken wir uns gerne zusammen, tanzen und rösten ein paar Nammelbeeren-Marshmallows. Oh ja, und das Beste daran ist, wir machen das alles nachts. Oh, die Yetis mögen nur das Tageslicht. Sie würden niemals rausgehen, wenn es dunkel ist. Niemals. Auf keinen Fall. Oh, Nachricht angekommen. Dann müssen wir wohl nur halb so viele Nammelbeeren sammeln gehen. Können wir euch bei den Vorbereitungen für die Nacht helfen? Komm mit, Bee. Habt ihr noch Dessertteller? Also, das nenne ich Gastfreundschaft. Oh, Bee. Darf ich fragen, warum ihr eigentlich nicht rausgeht, wenn es dunkel ist? Ihr habt Angst im Dunkeln? Hey, hab ich auch. Deswegen habe ich auch immer eine Sicherheitsdecke dabei und einen Sicherheitssnack. Und einen sicherheitsbesten Freund. Immer. Also, was machst du, um dich im Dunkeln sicher zu fühlen? Wow! Ist das eine Nachti-Nachtfrucht? Ich habe vorher noch nie eine gesehen. Sie ist wunderschön. Oh, die
Spaghettis benutzen diese Früchte schon seit Tausenden von Jahren. Sie fühlen sich mit ihnen in der Nacht sicherer. Nacht! Oh, Nachti! Nacht! Wirklich schade, dass die Yetis uns nicht zum Campen begleiten. Naja, ich habe gehört, sie mögen im Dunkeln nicht draußen sein. Vielleicht brauchen sie ein paar Lampen, so wie die da oben. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Sieh nur, wie hell alles ist. Jetzt können die Yetis doch mit uns campen kommen. Yeah! Ich werde sie rufen. Oh, Yetis! Oh, kannst du hören, wie aufgeregt sie sind? Alles richtig gemacht? Oh, und da kommen sie schon, um sich zu bedanken. Also, ich finde nicht, dass dieses Heulen besonders glücklich klingt. Vielleicht ist es zu hell für sie. Das wird es wohl sein. Bin gleich wieder da. Geht es allen gut? Wir haben ein Heulen gehört. Unglückliches Heulen. Keine Sorge, Drew. Ich mache diese Nacht die Nachtlichter gerade aus. Nein! Die Yetis haben Angst im Dunkeln und brauchen die Nachtlichter, um sich sicher zu fühlen. Oh, ich fühle mich schrecklich. Es ist nicht deine Schuld. Du hast es nicht gewusst, aber die Yetis werden ohne ihre Nachtinachts nicht schlafen können. Lass uns die Nachtinachts einfach wieder anschalten. Es muss ja einen Schalter oder so geben. Nein! Wir können sie nicht wieder anschalten? Wir müssen neue Früchte vom Nachtinachtbaum holen. Was ist mit diesen kleinen Lichtern? Könnten die nicht auch helfen? Diese Lichter sind schön, aber sie sind viel zu klein. Und außerdem sind sie viel zu dunkel. Das Einzige, was wir tun können, ist, neue Nachtinachts zu holen. Toller Plan! Wir warten doch bis morgen, bis die Sonne wieder scheint, oder? Ich glaube, so lange ertragen die Yetis die Dunkelheit nicht, Bee. Wo ist denn der Nachtinachtbaum? Da! Tief im niemals endenden Wald? Wie tief? Oh, also sehr tief. Kannst du uns den Weg zeigen? Nur keine Sorge. Wenn wir alle zusammenhalten, dann schaffen wir das. Ich organisiere uns erstmal Wunschhilfe. Oh, Cumelo! Ihr werdet nicht mal merken, dass wir weg waren. Bis dahin, bleibt zusammen. Ja, mit mehreren ist man sicherer. Außer man ist ein Fischfusti-Cracker. Auf zum Wunschbaum, bitte, Cumelo! Danke, Cumelo. Wir sind gleich zurück. Sieh, unsere Campingnacht ist ruiniert. True, Bartleby, alles in Ordnung? Ich habe ein Heulen gehört. Nein, es ist gar nichts in Ordnung. Das war Yeti-Geheule. Wieso heulen die Yetis? Weil sie Angst im Dunkeln haben, was total nachvollziehbar ist. Das stimmt. Und die Besucher haben versehentlich die Nachtlichter ausgemacht und jetzt sind alle aufgebracht. Sie haben die Nachtlichter ausgemacht? Aber die Yetis benutzen sie schon seit Tausenden von Jahren. Das wissen wir. Okay, lasst uns sitzen und nachdenken. Okay, True, wie kann dir der Wunschbaum behilflich sein? Zuerst müssen wir den Nachtinachtbaum finden, damit wir mehr Nachtinachtfrüchte zurück ins Yeti-Dorf bringen können. Aber Snake hat zu viel Angst im Dunkeln, um uns den Weg zu zeigen. Also brauchen wir etwas, um den Weg durch den Wald zu erhellen, damit Bartleby und Snake keine Angst haben. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei.
unserem Wunschbaum. True, diese Wünsche sind unglaublich. Lass uns nachsehen, was in der Wunschklopädie über ihre Kräfte steht. Dein erster Wunsch ist Leuchti. Schön, dich wiederzusehen, Leuchti. Deine strahlende Persönlichkeit werde ich niemals vergessen. Wie du schon weißt, ist Leuchti ein Lichtwunsch. Er kann alles erhellen, egal wie dunkel es dort ist. Etwa sogar, lass mich überlegen, die niemals endenden Wald in finsterer Nacht? Keine Sorge, Bee. Leuchti kann jeden Weg erhellen. Als nächstes haben wir Fallschirmchen. Fallschirmchen hat fantastische Fallschirmkräfte. Er kann dich aus jeder Höhe sicher nach unten bringen. Das ist sicher praktisch, wenn wir irgendwo weit oben festsitzen. Fallschirmchen! Haben wir vor, irgendwo weit oben festzusitzen? Zu guter Letzt haben wir noch Greiferlein. Greiferlein ist super klebrig und super elastisch. Er kann dir helfen, weit entfernte Dinge zu packen. Das ist fantastisch! Ich weiß zwar noch nicht, wie du uns helfen kannst, Greiferlein, aber wenn du Abenteuer magst, häng dich an uns ran. Greiferlein, wow! Susip, Sap, Wünsche in den Rucksack. Lasst uns den Nachtinachtbaum finden. Oh nein, wir haben keine Wünsche, um den Yetis zu helfen. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Okay, wir treffen uns bei Cubalo. Bring Snacks mit. Okay. Oh, sind da die Snacks drin? Keine Snacks, nur die Zutaten für einen Leuchttrank, der die Yetis beruhigen soll, bis ihr wieder da seid. Tolle Idee! Los geht's! Hi, Yetis! Das ist mein Freund Sie. Er wird euch helfen. Hey! Hallo. True, ich wusste nicht, dass es so viele Leute sind. Normalerweise brauche ich vor weniger Publikum. Du machst das schon, Sie. Profi-Tipp, übertreib es nicht mit dem wissenschaftlichen Kram. Aber ich rede nur über wissenschaftlichen Kram. Tja, dann viel Glück. Snake, bist du bereit, uns den Weg zum Nachtinachtbaum zu zeigen? Keine Angst, ich bringe euch strahlende Energie. Ich meine, ich bringe euch die Erleuchtung. Ich bringe euch das Licht. Passt auf. Snake, wenn du sagst, dass das ein düsterer, dunkler, gruseliger und schattiger Wald ist, gebe ich dir recht. Es ist wirklich ziemlich dunkel hier draußen, aber ich weiß, was zu tun ist. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, Zap, Zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Leuchti. Wunsch werde wahr. Hallo, Leuchti. Könntest du bitte diesen düsteren Wald für uns erhellen? Diesen, sehr düsteren, dunklen und einfach super gruseligen Wald? Seht ihr? Das ist doch schon besser. Alles klar, okay, ja. Also, das sieht doch schon ganz gut aus. Ich kann den Boden sehen, ich sehe Bäume, ich sehe meine Fischpusti-Cracker. Oh, können wir eine kurze Snackpause machen, True? Na klar, Bee. Wie wäre es mit einer kleinen Pause, Leuchti? Leuchti! Einen für Snack und einen für True und einen für das gruselige Pflanzengeschöpf. Hab keine Angst. Das ist nur der Schatten dieser süßen kleinen Blume. Hier. Okay, es ist weg. Puh, was für ein Glück. Entspannt euch alle wieder. Bitte keine Schattenspiele mehr, okay? Nicht alle Schatten sind gruselig, Bee. Manche sind auch lustig. Hier, leuchte mit Leuchti auf meine Hände. Hey, das bin ich. Ich bin berühmt. Regenbogenkönig. Entzückender Enzian, ich bin sehr erfreut, dass euch meine Schattenshow gefällt. Du bist so gut darin, uns keine Angst zu machen, True. Das ging nur dank meines bezaubernden Gehilfen, Leuchti. Oh, Leuchti! Oh
Oh, entschuldigt. Ich weiß, dass es hier irgendwo ist. Aha. Nein, das nicht. Ah ja, Pollen von der Lieblingsblume des Regenbogenkönigs. Und himmlische Teilchen. Ich meine Sternenstreusel. Ein guter Wissenschaftler weiß, wann er nach seinem Experiment schauen muss. Vielen Dank. Netter Versuch, du Wald. Du? Ja, das klingt zwar wie ein großer Wasserfall, aber ich bin sicher, es ist bloß ein... Großer Wasserfall! Okay, ich erinnere mich an keinen Wasserfall hier. Wir waren noch nie hier, Bartleby. Aha, deswegen erinnere ich mich nicht. Snake, finden wir den Nachtinachtbaum da unten? Oh, ja! Sie sagt, wir müssen einfach nur dem Fluss folgen. Wie sollen wir denn da runterkommen? Das ist einfach. Wir werden springen. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Bartleby, wir müssen jetzt mutig sein. Die Yetis verlassen sich darauf, dass wir die Nachtinachtlichter zurückbringen. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Mach auf, Fallschirmchen. Wunsch werde wahr. Hallo, Fallschirmchen. Könntest du uns helfen, sicher hier runterzukommen? Ja, Fallschirmchen. Leuchti, du sitzt auf meiner Schulter, okay? Fallschirmchen, du musst so groß werden, wie du kannst. Aha. Alles klar, Leute. Eins, zwei, drei, spring! Zurück in den Rucksack. Okay. Also gut, Leute, wir suchen nach einem riesigen, im Dunkeln leuchtenden Baum. Kommt mit. Das nächste nenne ich Blitze in der Flasche. Zuerst nehmen wir gefrorenen Regen. Oh. Dazu ein Büschel Sturmwolke. Ein paar Krümel negative Elektronen und schütteln. Vor vielen Leuten zu performen ist wirklich toll. Warum habe ich mir solche Sorgen gemacht? Voila, Blitze in der Flasche. Hey, Snake, meine Pfoten werden langsam müde. Ist es noch weit bis zum Nachtinachtbaum? Ich glaube, das ist der Nachtinachtbaum. Danke für deine Hilfe, Leuchti. Leuchti. Zurück in den Rucksack. True, wieso ist der Nachtinachtbaum so dunkel? Ich weiß es nicht. Lass uns doch mal nachsehen. Snick sagt, der Nachtinachtbaum leuchtet normalerweise am Tag. Aber kannst du mir sagen, wieso er dann nachts so anders aussieht? Nachts schläft er. Natürlich ist alles dunkel. Auch Nachtinachtbäume schlafen. Also, wie sollen wir ihn aufwecken? Wunderschön. Sieh dir all die Nachtinachts an. Aber True, sie sind so weit oben. Wie sollen wir sie runterbekommen? Zeit für meinen dritten Wunsch. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Mach auf, Greiferlein. Wunsch werde wahr. Greiferlein. Hallo, Greiferlein.
Ich brauche deine super Klebekraft, um all diese Nachtinachts runterzuholen. Aha! Oh, yeah! Lass uns zupacken, Greiferlein! Greiferlein! Aha! 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 Gut zugegriffen, Greiferlein! Dankeschön, dass du uns geholfen hast. Greiferlein! Und jetzt ab in den Rucksack! Entschuldige, dass wir dich aufwecken, Nachtinachtbaum, aber wir besuchen gerade die Yetis und, Irgendjemand hat Wasser auf die Nachtinachts geschüttet und jetzt sind sie aus. Ich weiß nicht, nur mal so. Auf jeden Fall haben die Yetis ein kleines bisschen Angst im Dunkeln. Was auch absolut nachvollziehbar ist. Mann. Wäre es okay, wenn wir ein paar deiner Nachtinachts ausleihen? Mhm. Oh, danke, Nachtinachtbaum. Dankeschön. Mhm. Wir gehen besser ins Yeti-Dorf zurück. Gute Nacht, Nachtinachtbaum. Nachtinacht! Es tut mir leid. Alle meine Tränke sind zerstört. Ich kann nichts mehr tun, um euch Licht zu bringen. Hey, da hinten ist Licht! Die sehen wie Nachtinachtlichter aus. Hey, es sind True, Bartleby und Snick. Wir sind zurück. Hey, Leute. Jetzt haben wir genug Nachtinachts, um das ganze Yeti-Dorf zu erhellen. Und ich hatte weder Angst vor der Dunkelheit noch vor meinem Schatten. Naja, vielleicht ein bisschen. Wir wollten nur sagen, dass es uns wirklich sehr leid tut. Wir haben uns so von den Yeti-Traditionen mitreißen lassen, dass wir nicht erkannt haben, welchen Schaden wir anrichten. Gibt es denn nichts, das wir tun können, um den Yetis zu helfen? Baby! Nachtinacht! 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 Eine schläfrige Übernachtung. Du bist ein würdiger Gegner, Meister Kissen. Wir werden uns wiedersehen. Wer ist bereit für eine leckere Überraschung? Kittinati Ninja-Katzen sind immer für Überraschungen bereit. Tada! Ploppende Pfefferpaprika? Das ist mein viertliebster Snack. Vorher kommen natürlich noch Fischpusti-Cracker, Fischpusti-Cracker mit pikantem Käse und die Limited Edition Light Fischpusti-Cracker. Sekunde! Ploppende Pfefferpaprika? Check. Sasuni-Saftbälle? Check. Biegsame Strohhalme? Kein Check. Danke, kleine Helfer. Und check. So, jetzt ist alles für die Übernachtung bereit. Okay, weiter snacken. Oh, biegsame Strohhalme. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Man kann schließlich nie wissen, ob noch eine echte Prinzessin auftaucht. Ich bin da. Griselda. Ohne dich wäre es auch keine richtige Party. Ich weiß. Wo ist Frookie? Frookie-Lein ist genau hier. Wie wäre es mit einem eiskalten Sasuni-Saft? Ja, bitte. Aber hast du auch ein biegsamer Strohhalm? Wie aufmerksam von dir! Hallo, Party-Leute! So weit, so gut. Alles läuft genau so wie geplant. Jetzt warten wir nur noch auf den Regenbogenkönig. Das wird er wohl sein! Willkommen, Regenbogenkönig! Hä? Eure Majestät? Oh, einen lieblich lavendrigen guten Abend wünsche ich True und Bartleby. Ich freue mich schon so auf die Übernachtungsparty. Ich habe gerade überprüft, ob ich nichts Wichtiges vergessen habe.
Wie meine Decke oder mein Kissen. Oh, also Ersatzzahnbürsten hätte ich mehr als genug. Oh, da ist meine Schwanzbürste. Die habe ich schon gesucht. Die ist einfach magisch. Und ich habe mein Kaugummi gefunden. Leckeres Kaugummi. Möchtest du was? Ja, nein, danke. Nein, es geht nicht um die Zahnbürste. Ich habe ja eine dabei. Was könnte es sein? Nur keine Sorge, Eure Majestät. Wir haben alles, was ihr eventuell brauchen könntet. Oh, purpurne Persimonen, True. Dein spezielles Potenzial für fantastische Planungen ist die personifizierte Perfektion. Das wollte ich auch sagen. Vielen Dank, Regenbogenkönig. Bitte, tretet ein. Regenbogenkönig, wie schön. So, das war's dann. Alle sind hier. Check. Als nächstes Partyzeit. Wir sind jetzt schon beim letzten Partypunkt angekommen. Oh. Ein köstliches Yummy-Bären-Pfannkuchen-Frühstück am Morgen. Yay! Alles klar, Leute. Machen wir uns Bett fertig. Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht. Ultramarine Ungerechtigkeit. Ich erinnere mich, was ich vergessen habe. Mein Momo. Ich nehme sonst immer mein Momo mit ins Bett. Momo? Das ist nicht auf meiner Liste. Könnt ihr auch ohne schlafen? Naja, es hat mir zwar die letzten 300 oder 400 Millionen Jahre beim Einschlafen geholfen, aber ich krieg das sicher hin. Ich zähle einfach kleine Helfer, bis ich eingeschlafen bin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 6.404.406. Oh, stopp. Ich habe einen ausgelassen. Ich fange von vorne an. Eins, zwei. Regenbogenkönig, soll ich euer Momo holen gehen? Das wäre kein Problem. Göttliches Grün, aber nein. Wir müssten ganz zum königlichen Gewächshaus gehen, um mein Momo zu holen. Das ist wirklich ziemlich weit. Mach dir keine Sorgen, True. Ich schlafe schon gleich ein. Okay. Und wenn ihr noch was braucht, fragt einfach. Gute Nacht, Regenbogenkönig. Gute Nacht, True. Oh, silbrige Störung. Ich möchte nicht alle wach halten. Ich wende wirklich nur sehr ungern Schlafzauber an. Aber wieso nochmal? Vielleicht nur dieses eine Mal. Blaues Schimmern, lass mich dämmern. Ich fühle mich schon ganz dämmerig. Was für ein schöner Sommerregen, so erfrischend. Bartleby, ach, du sprichst ja schon wieder im Schlaf. Tust du auch. Frugi, du fliegst ja. Hä, was? True, pass auf! Was ist hier los? Frugilein! Frugi, Frugispätzchen, komm runter! Dich? Alles in Ordnung, Frugi-Knuddel. Jetzt bist du bei mir in Sicherheit.
Ja, das bist du. Also, das habe ich bestimmt nicht geplant. Sie sind am Schlafschweben. Faszinierend. Ich habe davon gelesen. Aber nie gedacht, dass ich es mal erleben würde. Wir sollten sie runterholen. Nein, nicht anfassen. Wenn du es tust, wirst du auch schlafschweben. Können wir sie aufwecken? Vermutlich nicht. Aber wir können sie nicht rumschweben und überall gegenstoßen lassen. Wir brauchen ein Seil. Oder einen Faden. Ein Schmetterlingsnetz. Oder einen Faden. Einen super langen Strohhalm. Oder einen Faden. Gut gemacht, kleine Helfer. Moment, wo ist der Regenbogenkönig? Da ist er. Er schwebt aus dem Fenster. Regenbogenkönig, bitte mach auf. Wir müssen ihn einholen und dann aufwecken. Oh, Cumelo! Entschuldige, dass wir dich geweckt haben, aber wir müssen den Regenbogenkönig retten. Moment, ich muss mich noch umziehen. Müssen wir uns dann auch umziehen? Nein, behalte die Pyjamas an. Es ist doch eine Übernachtungsparty. Ich muss nur für alles bereit sein. Eine gute Idee. Würdet ihr Griselda und Fluki wieder ins Haus bringen? Danke, kleine Helfer. Die ganze Stadt ist am Schlafschweben. Faszinierend. Ja, sie, aber jeder in Regenbogenstadt wird doch so einfach aus der Stadt fliegen. Wir brauchen Wunschhilfe. Und zwar schnell. Flieg uns bitte zum Wunschbaum, Cumelo. Sie, wo bist du? Ich brauche Hilfe. True, ich bin direkt hinter dir. Oh, ja, richtig. Entschuldige. Okay, wir brauchen etwas Leuchtendes, um Regenbogenkönig zu finden und etwas, um die Leute runterzuholen. Etwas Klebriges. Das ist klebrig. Nein, danke. Und dann brauchen wir etwas Lautes, um alle aufzuwecken. Ja, aber wenn wir sie zu schnell aufwecken, fallen sie womöglich einfach runter. Du hast recht, daran habe ich nicht gedacht. Also, Kissen. Aber sie schweben ja alle noch. Also brauchen wir schon etwas Klebriges. Klebeband, Klebe, nein, Haargel. Sieh, wir brauchen Wünsche. Du hast recht, wir brauchen Wünsche. Setzen wir uns und denken nach. Okay, True, wie kann der Wunschbaum dir helfen? Naja, wir wissen nicht, was passiert, wenn wir den Regenbogenkönig einfach so aufwecken. Vielleicht wachen die anderen Schlafschweber auch auf. Und fallen dann runter. Also müssen wir zuerst jeden sicher runterbringen. Gut mitgedacht, True. Und wenn dann jeder sicher unten ist, wecken wir den Regenbogenkönig auf und er bricht den Zauber. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teil deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teil mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Kuschli. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeig mir all deine Zauber. Ich bin diese Wünsche sind unglaublich. Ich kann es nicht erwarten zu sehen, was über sie in der Wunschklopädie steht. Das ist Kuschli. Kuschli. Kuschli ist ein Deckenwunsch, der groß genug ist, damit viele Leute auf ihm schlafen können. Wenn du ein Gute-Nacht-Lied singst, wirkt er wie ein Magnet auf jeden, der schläft. Du bist perfekt, um alle zusammenzubringen und dann sind sie sicher. Dein nächster Wunsch ist Leuchti. Leuchti! Leuchti ist ein Lichtwunsch.
Du bist genau das, was wir in einer dunklen Nacht brauchen. Und dein letzter Wunsch ist Springy, der hüpfende Wunsch. Springy! Springy ist großartig im Alleine-Springen. Das ist eine Katzensache, sowas mache ich halt. Oder du springst auf ihn drauf, um extra hochzukommen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ein springender Wunsch helfen soll, aber mir wird schon was einfallen. So, zip, zap, ihr Wünsche in den Rucksack. Kommt mit, Leute. Wir müssen den Regenbogenkönig retten. Vielen Dank, Wunschbaum. Pass auf, Jubilo. Geht es nur mir so oder sind das wirklich viele Schlafschweber? Finde ich auch. Es wird wirklich schwierig, den Regenbogenkönig in diesem Chaos zu finden. Ich habe eine Idee. Bring uns bitte runter zum Park, Jubilo. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Kuschli. Wunsch werde wahr. Bereit, Kuschli? Kuschli. Sieh, du hast gesagt, wenn ich ein Schlaflied singe, werden alle Schlafenden von Kuschli angezogen. Stimmt's? Das stimmt. Dann lasst uns anfangen. Na, 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 na. Na 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 na. Es funktioniert. Seht mal, da kommt der Regenbogenkönig. Oh oh, er hat Kuschli einschlafen lassen. Kuschli verliert seine Kräfte. Regenbogenkönig! Wir müssen irgendwas tun, sonst wird er einfach davonschweben. Das wäre gar nicht gut. Ich kann ihn kaum noch sehen. Hä? Wer ruft denn um diese Zeit noch an? Ah, Regenbogenkönig! Mama! Er muss mich versehentlich angerufen haben. Aufwachen, Regenbogenkönig! Wacht auf, bitte! Es bringt nichts. Oh, Regenbogenkönig, wenn ihr uns nur sagen könntet, was nicht stimmt. Oh, Momo. Nur ein Hinweis. Momo. Nur zwei Schlagworte, damit wir wissen, worum es geht. Momo. Ja, so in etwa. Momo? Das stimmt hier nicht. Regenbogenkönig geht niemals ohne sein Momo ins Bett. Ohne kann er einfach nicht einschlafen. Und deshalb ist er am Schlafschweben. Wir sind das völlig falsch angegangen. Wir müssen ihn nicht aufwecken. Wir müssen ihm nur helfen, gut zu schlafen. Natürlich! Mehr Schlaf ist die Antwort auf unser Schlafproblem. Ich wusste es. Der Regenbogenkönig braucht einfach nur sein Momo. Jubilo! Komm schon, Bartleby. Was? Los, los, Jubilo! Auf zum Regenbogenschloss! Okay, auf einer Skala von 1 bis dunkel? Ist es dunkel? Wie sollen wir den Weg finden? Ich habe ja leider nicht dieses Katzensehen im Dunkeln Ding. Ich war da schon immer sehr enttäuscht von. Ich weiß doch, dass meine Mutter einmal... Bartleby! Oh, tut mir leid. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Leuchti. Wunsch werde wahr. Du bist dran, Leuchti. Regenbogenkönig hat gesagt, dass sein Momo im königlichen Gewächshaus ist. Hier geht's lang. Hier ist das Gewächshaus. Hm, vielleicht ist Momo ja irgendeine Pflanze. Hier gibt es etliche. Woher sollen wir wissen, was was ist? Glücklicherweise ist jede Pflanze gekennzeichnet. Alles klar. Suchen wir die Momo-Pflanze. Okay, Momo-Pflanze. Momo-Pflanze. Also die hier ist es nicht. Die hier auch nicht. Diese ist es auch nicht. Die auch nicht. Vielleicht ist es die Kletterpflanze da. Nein, hier ist nichts. Wo ist sie? Hm. Ah! Ah! Seht doch.
das der Regenbogenkönig? Er schwebt viel zu hoch. Wir müssen dieses Momo schnell finden. Aber wir haben schon überall gesucht und nichts gefunden. Nichts außer diesem riesigen Blumentopf hier. Das muss es sein. True, leuchte mal hier rüber. Es ist die Momo-Pflanze. Die Frucht der Momo-Pflanze verströmt ein sanftes Leuchten und sie summt leise, was beim Einschlafen hilft. Also, wo ist die Frucht? Ganz da oben. Jetzt weiß ich, warum uns der Wunschbaum Springi gegeben hat. Hier sie. Kannst du Leuchti halten? Zeit für meinen dritten Wunsch. Zipzapzu, ausgewählt bist du. Mach auf, Springi. Wunsch werde wahr. Okay, Kleiner, lass uns springen. Springi. Fertig. Wir springen, springen, springen. Los, Springi, los. Ich komm nicht an. Wie sollen wir das schaffen, True? Ich habe eine Idee. Bartleby, ich brauche Kittinati-Hilfe. Ich weiß, was du vorhast, True. Probieren wir es nochmal, Springi. Da. 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 Bereit? Fertig? Okay, Bartleby, es ist Ninja-Zeit! Moment! Ich bin eine Katze. Gut gemacht, Bartleby. Ich bin auch sehr stolz auf mich. Danke für deine Hilfe, Springi. Springi! Und dir auch, Leuchti. So, zip, zap, zurück mit euch in den Rucksack. Okay, bringen wir dem Regenbogenkönig sein Momo. Komm schon, Cumelo. Momo. Da ist er. Das wird schwierig. Sollte Regenbogenkönig mich berühren und zum Schlafschweben bringen, müsst ihr zwei allein das Regenbogenreich retten. Ha, bloß kein Druck. Regenbogenkönig, ich habe euer Momo. 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 Der Regenbogenkönig schlafschwebt nicht mehr. Sein Momo muss den Zauber gebrochen haben. Seht nur. Es funktioniert. Die Schlafschweber schweben alle zurück in ihr Bett. Wir haben's geschafft. Wuhu! Yeah! Wir haben's geschafft. Danke, Kuschli. Du warst wirklich hilfreich. Und jetzt zurück in den Rucksack mit dir. Ab nach Hause. Ich bin müde. Müde? Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Wir haben die Stadt gerettet. Lasst uns feiern. Puh, was für eine Nacht. Meine Übernachtungsparty lief ganz anders als geplant. Ja, aber du hast das Königreich gerettet, True. Du bist meine Heldin. Und nicht vergessen, wir haben noch Yummy-Bären-Pfannkuchen für morgen früh über. Ihr habt recht. Diese Übernachtungsparty war doch richtig toll. True? True? Aufwachen! Hm? Hä? Hey, es riecht nach Yummy-Bären-Pfannkuchen. Wir haben sie nur für dich gemacht. Danke, dass du jeden in Regenbogenstadt gerettet hast. Und dass du dir gemerkt hast, dass ich biegsame Strohhalme liebe. Und danke, True, dass du mir mein Momo gebracht hast. Oh, ich danke euch so sehr. Das ist so lecker. Bartleby, du musst welche probieren. Ja. Die besten Pfannkuchen, die es gibt. So lecker. Kratzen und teilen. Oh!
ihn zu Butterby. Den hab ich, den hab ich, den hab ich! Ja! Hey, mitmachen? Du vielleicht, Snick? Ich glaube, Sie haben keine Lust, Butterby. Weitermachen. Alles klar. Bist du bereit, Grog? Mein schwebender Lotus-Tiger-Kick wird dich bezwingen. Heya! Keine Sorge, Grog, ich fange dich. Ja, toller Fang, Grog. Alles klar, Jörg. Ich schätze, dann sind wir jetzt wohl in der Mitte. Ja. Jetzt wirf ihn zu uns zurück und Butterby versucht, ihn zu fangen. Und ich bin sowas von bereit. Immer noch bereit? Willst du uns den Ball nicht zuwerfen, Grog? Oh Mann, sie ist härter als ein harter Fischboosty Cracker. Komm schon, Grog, willst du nicht mit uns teilen? Teilen macht Spaß. Bee, ich glaube, es ist Zeit für einen Song. Was sagst du, Grog? Soll ich einen Song übers Teilen mit dir teilen? Oh, bitte sag ja! Schlägst du grad an der Eiscreme rum? Teile und du hast mehr Spaß. Teilst du deinen Sitz mal im Bus? Bekommst du gleich neuen Schwung. Teilen wäre ziemlich dumm. Teilen macht Spaß. La 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 la. Teilen macht Spaß. La 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 la. Lasst uns teilen! Also, was denkst du, Grog? Darum geht es beim Teilen. Okay, dann spielen wir nochmal. Diesmal bin ich in der Mitte. Butterby, du wirfst zu den Drillingen. Alles klar, versuchen wir es nochmal. Schwebender Lotus-Tiger-Kick. Hey, yeah! Wow, Butterby, der ging wirklich weit. Ja, vielleicht etwas zu viel Tiger und nicht genug Lotus. Hey, wartet auf uns. Ich glaube, ich kann ihn sehen. Nein, das war nur ein Stein. Und bei dir, True? Nein, ich kann ihn auch nirgendwo sehen. Pass auf, wo du hintrittst, Butterby. Hey, Leute, hier drüben. Ich glaube, ich hab den Ball. Er ist hier, neben diesem Stockding. Ja, einen Moment. Wofür ist dieses Ding da? Nein, ich verstehe es nicht. Kennst du das, wenn dein Rücken juckt, aber du alleine einfach nicht drankommst? Damit kannst du dich am Rücken kratzen. Oh, es ist also einfach nur ein Kratzstock. Das ist nicht einfach nur ein Kratzstock. Er ist ein ganz besonderer... Mega toller! Großer Kratzstock aus dem niemals endenden Wald! Oh, davon habe ich auch einen. Siehst du? Oh, das ist gut. Sich kratzen zu können ist für Yetis besonders wichtig, weil ihr dichtes Fell ganz leicht anfangen kann zu jucken. Ich glaube, ich brauche ein Katzennickerchen. Diese Aufregung lässt mich schon rot sehen. Ich kann es auch sehen, Butterby. Es ist ein roter Yeti. Ein roter Yeti? Gut geteilt, Grog. Heißt das etwa, dass wir den Teilen-Song nochmal singen können? Vielleicht, aber jetzt noch nicht, Butterby. Ich werde versuchen, mit ihm zu reden. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Hey, du, ich bin True und das sind meine Freunde. Wollen wir auch Freunde sein? Eine tolle Sache am Befreundetsein ist das Teilen. Magst du es probieren? Siehst du? Und jetzt habt ihr beide Spaß. Udalalala. Aha. Yeah. Oh ja, jetzt haben alle Spaß. Wir haben
haben noch nie einen roten Yeti gesehen. Bist du ganz alleine hier? Ah! Hey! Noch ein roter Yeti? Oh, es scheint so, als wäre der Kratzstock bei den roten Yetis auch schwer angesagt. Meins! 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 Aha! Meins! Nein! Meins! Meins! Oh-oh! Meins! Meins! Leute, wisst ihr, wie viel Spaß wir gerade noch alle zusammen hatten? Okay, True, singen wir jetzt den Teilen-Song. Ich bin nicht sicher, ob das helfen würde, Bartleby. Nein! 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 Fährst du gerade mit dem Eiscreme-Boot? Ist dein Haar... Ihr Lieben, bitte! Nein! 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 Was ist denn hier los? Der Kratzstock! Warte, hier! Das ist wirklich sehr merkwürdig, Bartleby. Was ist hier los? Ich bin nicht sicher, aber es hat angefangen, als die Yetis nicht teilen wollten. Dann wurde der Kratzstock mitgenommen. Und der Wald fällt langsam auseinander. Wenn wir einfach einen neuen Kratzstock finden könnten, würde vielleicht alles wieder normal werden. Hier ist ein Stock. Okay, bleib zurück, Shu. Denn das ist ein Job für eine Kitty-Nati-Ninja-Katze. Bartleby, es ist nichts passiert. Was? Ach, wie blöd. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Oh, True, Gott sei Dank. Ich fürchte, wir brauchen deine Hilfe. Die Waldkinder überfluten Regenbogenstadt. Oh, raus da. Das sind meine Haare, nicht dein Zuhause. Hast du irgendeine Idee, wieso das hier gerade passiert? Also, es gibt ein winziges Problem im niemals endenden Wald. Und zwar nur, weil die roten und blauen Yetis nicht teilen wollten. Und der Kratzstock ist verschwunden. Der große Kratzstock des niemals endenden Waldes ist verschwunden? Oh nein! Im Wald herrscht Frieden, solange alle miteinander auskommen. Wenn niemand mehr teilt und der Stock verschwunden ist, wird alles im Wald anfangen, auseinanderzufallen. Keine Sorge, Regenbogenkönig. Bartleby und ich machen das schon. Ich hoffe, er übertreibt. Ich fürchte nicht. Wir brauchen Wunschhilfe. Oh, Kyomalau! Zum Wunschbaum, bitte. Schnell, schnell, Kyomalau! Danke, Kyomalau. Wir sind gleich wieder da. Ich krieg den Kleinen einfach nicht wach. Sie, wir brauchen Hilfe. True, Bartleby, toll, dass ihr da seid. Dieses Waldkind ist plötzlich einfach im Wunschbaum aufgetaucht. Das liegt daran, dass im Wald Chaos herrscht. Die Waldkinder sind alle verschwunden. Sie sind alle in der Stadt. Und auf deinem Tisch. Weil die roten Yetis den Kratzstock mitgenommen haben. Was die blauen Yetis wirklich aufgebracht hat. Wusstest du von den roten Yetis? Brot, hier bei uns, hier im Regenbogenbereich. Okay, da ist ja wirklich viel los. Lasst uns sitzen. Und nachdenken. Also, True, wie genau kann der Wunschbaum dir helfen? Zuerst muss ich den Wald reparieren, damit die Waldkinder wieder zurück nach Hause können. Ja, das wäre wirklich... Ja, bitte hilf ihnen dabei, wieder nach Hause zu können. Danach muss ich den Kratzstock finden, um ihn wieder dahin zurückzubringen, wo er hingehört. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit.
Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Für tolle Wünsche das sind. Mal sehen, was die Wunschklopädie über ihre Kräfte zu sagen hat. Das ist Zurücki. Juhu, Zurücki! Schön, dich wiederzusehen, Zurücki. Diep, 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 diep. Denk dran, Zurücki ist ein Rückwärtswunsch, der alles zurücklaufen lassen kann. Dich aber nur versteht, wenn du rückwärts sprichst. Recht, ich hab? Perfekt. Zurücki kann den Wald in den Normalzustand zurückbringen. Also, Zurücki, helfen mir du kannst? Der nächste ist Schnupper. Schnupper ist ein Riechwunsch, der einfach alles finden kann, indem er seinen supersensiblen Schnupperer einsetzt. Schnupper, du kannst uns helfen, den Kratzstock zu finden, sodass wir ihn wieder dahin zurückbringen können, wo er hingehört. Aber denkt dran, Schnupper ist super schnell, also lasst euch nicht abhängen. Alles klar. Und dann haben wir noch Wühli. Wühli. Schön, dich kennenzulernen, Wühli. Wühli ist ein mächtiger Wunsch, der sich unter allem durchwühlen kann. Das ist unglaublich. Ich weiß zwar noch nicht, wie unter etwas durchwühlen uns oben im Wald helfen soll, aber ich werde mich tiefer damit beschäftigen. Susip Sap Wünsche in den Rucksack. Danke, Sie. Ich wünsche euch viel Glück. Wünsche, der war gut, Sie. Es ist true. Sie wird das alles wieder gerade liegen. Ja. Ich hatte mich gerade an meine neue flauschige Kopfbedeckung gewöhnt. Danke, Cumulo. Also bringen wir den Wald wieder in den Normalzustand. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Oh, richtig, das habe ich vergessen. Laut sie muss ich mit Zurücki rückwärts reden. Mal sehen. Du bist ausgewählt, Susap-Sip. Barwerdewunsch. Zurücki auf Bach. Zurücki, hi. Helfen zu bereit? Oh, sagtest du bereit zu helfen? Didi-u. Ich auch. Auch ich. Zurück, Bären, die bringen. Oh, Bären, wir haben euch vermisst. Oh, und jetzt die Pilze. Oh, das sollte aber nicht passieren. Das auch nicht. Und das erst recht nicht. Ach, wie blöd. Das ist ein richtig großes Problem, wenn nicht mal Wunschkraft dem Wald helfen kann. Ich glaube, Zurücki fühlt sich schlecht, aber das ist doch nicht Zurückis Schuld, oder doch? Sorge keine. Schuld deine nicht ist das. Probieren fürs Danke. Rucksack den in ab. Zurücki! Oh nein, sie sind alle so hungrig und müde. Und es juckt sie. Oh, ich glaube, der einzige Weg, den Wald wieder in den Normalzustand zu bringen, ist, wenn wir irgendwie den Kratzstock wiederfinden. Aber wie sollen wir ihn finden? Da kommt jetzt Schnupper ins Spiel. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Schnupper. Wunsch werde wahr. Hallo, Schnupper. Schnupper.
Glaubst du, du kannst den Kratzstock erschnüffeln? Irk hat den Kratzstock vorhin als letzter benutzt. Also schnupper an ihm, damit du ihn finden kannst. Schnell, Bartleby, wir müssen an dem Superschnüffler dranbleiben. Aber jetzt! Oh, hell! Ich liebe es, von einem Yeti getragen zu werden. Überraschend sanft. Hey, möchtest du einen Fischpusti-Cracker? Oh, da war da du. Gut geteilt, Bartleby. Sieht so aus, als hätte Schnupper etwas gefunden. Okay, alle runter. Ich kann den Kratzstock nicht sehen. Ich frag mich, warum Schnupper hier gestoppt hat. Was ist hier, Schnupper? Wo ist der Stock? Ist er hinter den Steinen? Hey, ich glaube, ich kann etwas hören. Wahrscheinlich sind die roten Yetis mit dem Kratzstock auf der anderen Seite der Wand. Aber True, wie sollen wir denn da durchkommen? Wenn wir es nicht schaffen, durch die Wand zu kommen, wühlen wir uns drunter durch. Danke, dass du uns geholfen hast, Schnupper. Und jetzt ab in den Rucksack. Zeit für meinen dritten Wunsch. Zip, Zap, Zoo, ausgewählt bist du. Mach auf, Wühli. Wunsch werde wahr. Hallo, Wühli. Der Kratzstock ist auf der anderen Seite von diesem Felsen. Kannst du dich drunter durchwühlen? Los, Wühli, los. Ist recht, True. Es gibt ganz viele rote Yetis. Hallo zusammen, ich bin True und das sind Bartleby und Grog. Und ich glaube, Irk kennt ihr schon. Hi! Hi! Babys imitieren schon wieder ihre Eltern. Ha, wie gewonnen, so zerronnen. Verstanden, wieso Teilen so toll ist.
Danke für deine Hilfe, Wüli. Es ist immer klasse, dich dabei zu haben. Zurück in den Rucksack. Wüli. Jetzt lass uns diesen Teilenstock dahin zurückbringen, wo er hingehört. Hiermit benenne ich den großen Kratzstock aus dem niemals endenden Wald um in den großen teilbaren Kratzstock des niemals endenden Waldes für alles, was juckt. Egal, ob es nun doll juckt oder weniger doll. Siehst du, ich hab's dir gesagt, True. Unterschätze niemals die Macht eines guten Teilensongs. Du hast recht, Bartleby. Lasst uns singen. Teilen.